Servus Leute, wir sind wieder zurück bei Trockenbrot LP, dritte Folge Haunted Memories. Und das ist Sarah. Sehr ja, gut. Unsere nette Freundin. Und wir haben letzte Folge tatsächlich was erreicht. Die angeblich eine Schaufensterpuppe ist. Wir haben den Strom an. Ja, ey, die sah echt so aus, so Schaufenster. Haben wir irgendwas Neues dazu? Mhm. Schade. Genau, wir müssen jetzt hier nämlich zu Sarah, zu dieser netten Puppe, zu diesem, wo wir eh schon mal waren. Wir kennen uns jetzt ganz gut auch. Screams comes from the cave. From the cave. Sarah war doch im Cave, oder? Könnte man das Cave nennen, wo die war? Keine Ahnung. Ja, geradeaus. Geh schon richtig. Aber langsam kennt man sich doch ein bisschen aus, ne? Selbst der unerfahrenste Knabe kennt sich auch. Da musst du jetzt dann nach rechts irgendwann, da geht's dann einen Tunnel. Ja, du kannst ja erstmal durch diesen Zaun da gucken, ob sie noch da vielleicht ist. Vielleicht ist sie ein Roboter gewesen. Und jetzt ist sie angeschaut. Hä? Oh, das finde ich nicht lustig. Jetzt sind die da Straßenlaternen an, das ist ja cool eigentlich. Ja, jetzt guck mal links. Ja, ja. Ist sie noch da? Ist sie nicht da? Sie ist natürlich nicht da. Ich warte mal, was ist das da hinten? Licht oder so, das ist das Haus. Straßenlaterne. Ja, wir haben jetzt überall den Strom angemacht, das ist jetzt ziemlich erfreulich. Das ist ja auch nur Party. Dass es einfach gemein und flackert und dass der Slender aber vielleicht gemeiner wird. Das? Mein Herz. Ich sagte doch, er hat Migräne. Was ist das denn? So ein wunderschönes Geräusch. Schau weg. Where the hell am I? Oh, die Sache. Yeah, geil! Und die Eien! Und die Eien spacken! Ein Kreuz. Wir sind im Himmel. Hörst du die Musik? Wie er läuft! Hörst du das Licht am Ende des Tunnels? Hast du gesehen, wie er läuft? Ja, der läuft schon die Arme! Ich seh's. Alles ist verschwunden. Kannst du mal aufhören mit den Schwestern-Gesten? Ja. Wir sind nicht gay. Shit, what was that? Okay, ich glaube, so, jetzt erstmal sind wir. Das ist ein Licht. An derselben Stelle wahrscheinlich. Die Sarah ist weggelaufen irgendwie. Ich gehe mal zum Weiteren. Wo sind wir? An derselben Stelle. Ja, an derselben Stelle. Ja, jetzt gerade auflaufen, sollen wir da hinkommen, wo die Sarah vorhin noch war. Und ich find's gerade ganz schön mystisch. Ich finde die Folge echt geil. Diese Folge ist die beste auf Gesetz, finde ich. Schreibt's in die Kommentare. Also der Anfang ist bis jetzt ganz gut. Ja. Und was liegt denn hier ab? Ich hoffe, wir finden einen Schlüssel. Oder dieses Cave, Mann, ich mag das nicht. Ich meine, wieso konnte er die Sarah vorne noch nicht ansprechen und jetzt auf einmal. Ich finde, dass es jetzt ein bisschen heller ist überall. So, jetzt wieder da. Schau mal nach rechts, ob die Tür jetzt aufgeht, doch komischerweise. Erst mal das hier, wir waren zerspannt. Ja, okay. Haben wir hier irgendwas in der Bank liegen, was die Sarah uns unterlassen hat? Oder ist bitte, wer ist das eigentlich? Bitte. Da, ne. Schau mal, irgendwas! Ein Schlüssel, Mann! Ein Schlüssel ohne Säge! Ja, Alter! Ein Schlüssel, keine Säge, es war ein Schlüssel mit einem Band dran. So, wo seht ihr dann eine Säge? Also mit FTHG. Ich mach dir einfach T. Restricted Key. Sarah left this key. Restrict C key. Da müssen wir hin. Da. Also zum. Müssen wir jetzt wieder zurückgehen sozusagen. Ich glaube, wir sollten auf dem Weg hin schon mal speichern, weil ich habe keinen. Ja, ist eine gute Idee. Wie auch immer wir speichern können. Also zum Pinienwald, ja. Wir können nochmal an der Stelle speichern. Boah, fuck. Ich dachte, das hat gerade so ausgegangen wie Beine, was da bei dem Schild. Ja, du bist falsch. Ja, ist mir schon klar, ich werde es mal probieren. Du bist falsch. Nee, ich muss den Master Key auf das Fashion. Das sind elektrische Tore, die durch den Generator. Restrict. Jetzt sind wir drin, im Lauf. Ja. Jetzt sind wir halt in der Story richtig mal. Ja. Jetzt machen wir sie. Wow, hey, Restrict C. Boah, das finde ich gerade richtig strange, was das für ein Sound. Alter. Bleib stehen. Aber es hat aufgehört zu regnen, oder? Warte mal, Restrict C, das war dieses Haus, diese Holzhütte, wo wir nicht reinkamen. Stimmt, ja. Wo auch jemand dort stand, oder? Da stand nee, da stand doch kein, da war dieses Auto und wir ich konnten nicht rein. Da stand jemand. Hä, hey, Holzhaus? Nein, das war's nicht. Doch! Doch, das Holzhaus war hier. Das, nee, nein, das ist das große Holzhaus, wo wir nicht reinkamen. Was das? Ja, die, was umzäunt war. Was wohl auch ein Auto drin war und so. Ja, stimmt. Ja. Da gehen wir dahin. Schnell zum Safe Point. Ich glaub, please. Da stand jemand drin. Das ist doch nicht. Hinter. Jetzt zu sterben wir nicht. Down. Ja. Also dreh ich hier um und laufe dahin. Genau. Das ist ja eine schlechte Logik, aber ja, okay. Es ist eine gute Logik. Dann machen wir das doch so. Denn der Typ ist ein Teleporter. Ein Teleporter? Da waren wir auch noch nicht, ne? Da ist dieser Generator. Ah, nicht so. Auch noch nicht. Das ist der größte Generator im Fernsehen dran und er sagt, da waren wir noch nicht. Ich finde, das ist nur am schnellsten Weg wieder zurück. Ich finde, das ist mit der Laterne. Einfach geradeaus, zu der rechten Laterne. Ja, man hat so eine kleine Orientierung, hat man jetzt auch ein bisschen. Ist doch einfach viel heller. Du brauchst doch gar keinen Taschenlampe mehr und so.
Aber es ist jetzt auch Nacht geworden. Wir haben eh keine Taschenlampe mehr von daher. Schon mal in den Himmel. Eh alles komplett schwarz. Vorhin war es noch so dämmerig eher. Ist da rechts oben? Was sind das für komische Wolken? Achso, das ist der Mond. Wo ist der Mond? Ist aber schlecht gemacht. Aber ja. Ich find's gut gemacht. Ja, geradeaus, lauf geradeaus. Ja, dann kannst du doch mal run, orientieren, wie so ein Spieler. Run, boy, run. Wie hoch wird man dieses Lied weitergehen? Ich weiß es nicht. Ich finde es nur aus der Vodafone-Werbung. Falsch. Richtig. Ich habe mich nur umschauen. Falsch. Richtig. Ja, wir wollen nur sicher gehen hier. Bitte nicht sterben jetzt, bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Wieso speicherst du nicht schnell noch? Also machst du doch. Ja, mach. Ich hab über was reden in der letzten Zeit. Ja, keine Ahnung, dass ihr nicht über was ihr redet. Great. Safe. Overwrite. Yes. Überschreiben. Ja, Leute. Ich würde sagen, ja, zur nächsten Folge ist die nächste Part. 30 Minuten ist vorbei, echt? Ja, klar. Ach nee, überhaupt nicht. Zwei, drei, Folge. Entschuldigung, Leute, ich dachte, wir werden eine Folge. Ich würde sagen, jetzt ist Zeit, was zu trinken, wollte ich ehrlich sagen. Das ist doch jetzt auch feierlich. Letzte Folge jetzt. So, jetzt komm. Wir sind drin im Flow. So, jetzt kommt das große Finale. Also, wir wollten es euch noch ein bisschen spannender machen. Im Grunde wussten wir klar, wie es geht mit dem ersten Sinn. Oh, mein kleiner Zahn! Du musst alles mitmachen, du hast es gesagt. Ja, ich hab's gemacht. So. Was war das gerade? Wieso war es gerade schwarz? Wo bin ich? Stopp! Ja, links. Wir müssen jetzt eben nochmal gucken. Nein, links. Und dann immer links. Ich werde jetzt mal zu rennen. Immer links halten. Stöhnt ein bisschen zu krass. Links halten? Es stöhnt. Es. Ja, dann ja. Wie heißt denn hier Jack? Jack. Könnt ihr euch mal den Trailer reinziehen von dem Game? Und der Typ, der uns verfolgt, den können wir euch auch mal in die Beschreibung packen. Also in der Beschreibung von unserem kleinen Video hier ist ein Link zum Trailer vom Haunted. Und vielleicht auch ein Link zum also Spiel natürlich, dann könnt ihr, das ist die erste Episode, könnt ihr kostenlos downloaden. Also ja, genau, das haben wir auch gar nicht erwähnt, ne? Kostenlos Spielbest. Ja, also nächstes Game nochmal Haunted Memories. Steam auch endlich, aber wir tun den Link wahrscheinlich auch in die Beschreibung. Ich glaube, wir sind fast. Doch, wir sind da. Richtig. Wir sind genau richtig, Leute. Yeah. Immer richtig. Rein da. Gold richtig. Der Beweis, oder? Manchmal ist Geduld das wahre Gold. Okay, ja. Ins Hause. What the fuck? Bunker. Ach, das kenne ich auch. Ja, der Bunker, Alter, da sind wir letztes Mal. Das schlimmste gestorben. Überhaupt. Der ist so ein langen Gang, oder? Der so ist schon mal Leute, aber der ist mit schlimm. Was war denn? Ist ja noch viel schlimmer geworden. Der Bunker. Wir haben einfach noch keine Taschenlampe. Ach, beim letzten Mal gab es ja nicht auch diesen Bunker. Ja, aber der ist schlimmer geworden irgendwie, oder? Wir haben halt keine Taschenlampe. Das ist ja auch, die erste Episode beruht ja auch auf der normalen Haunt. Dem ersten Horn. Das erste Mal so speichern. Ja, einen Schlüssel nehmen. Ein Safe Point. Ich nehme erst noch den Schlüssel und dann speichere nochmal. Also eigentlich ist es ja total egal, ob du erst den Schlüssel nimmst oder nicht. Batteries sind es übrigens. Wo ist der? Ach, der Schlüssel? Ja. Welcher? Was? Ja, okay, ich speichere nochmal. Wieso denn nicht? Ist echt gut mit dem Speichern. Ist echt wichtig bei dem Spiel eigentlich. Sonst spielst du echt lange. Stopp! Ja, genau. Erstmal das Lesen und dann sagen, wofür war der Key? Warte. Run away from home. Boy who. Ich kann es nicht lesen. Went. Ja, er ist weggerannt von zu Hause. Boy who went. Hit his. Also key den Schlüssel der Hoffnung haben wir genommen. Nachdem du gekommen bist, hoch über dem Boden, wo nur der Wind umher stöbert. Ja. Also es ist nicht so ein Gedicht, sondern. Sag mal den Key. Welche Key? Warte, ich brauche noch was in die Taschen machen. Yeah. Change batteries. Ja, genau. Was haben wir denn hier für einen? 20 cm. Nicht mal. Okay, da steht übrigens noch mehr. Chuck. Da stand Chuck. Warum wollt ihr da wirklich so lang rumstehen? Seid ihr wirklich so? So nein, ja, ich kann es nicht lesen. Egal, Leute. Stopp! Ich möchte trotzdem noch wissen, wofür war der Key? Ja, das will ich auch wissen. Na ja, gut, die TFHG. Backdoor Key. Das ist das Haus, wo wir waren und nicht rankamen. Greenen Backdoor Key. Irgendwann gehen wir da auf jeden Fall hin. Oder wo? Ja, sie haben den Bunker eigentlich recht gut überstanden. Naja, vielleicht ist da noch irgendwo was, oder? Also, ich meine, kann sich nicht sicher sein. Alter, der Bunker, Mann, der macht mir Angst. Nein, jetzt haben wir ihn eh komplett aus. Naja, da gibt's da ist der Gang, oder? Der lange. Wollen wir da wirklich reingehen? Was haben wir hier? Eine Notiz. First batch of visitors have been adopted. Everything has gone. Alter! Scheiße. Wo ging der Gang nochmal hin? Ich weiß es nicht. Konnte der sich in den Gang teleportieren? Ja. Scheiße.
which is highly unlikely. They will soon succumb to the white forest that surrounds the place. Red oder so? Ratte, ja. Ratte. Was haben wir jetzt genommen? Ein Zettel. Ja, ein Bild von Ratten? Keine Ahnung, Menschen irgendwie, Menschenberge. Menschen, die ja geschlachtet wurden. Ja. Yeah. Mit dem Schau funktioniert irgendwie gar nicht mehr. Soll gar am Anfang funktionieren, egal. Ich bin egal, gehen wir wieder zurück. Lieber schnell wieder hoch. Mach die Lampe mal aus, wir haben nicht so viel Batterien. Ich mach doch hier die Lampe, okay. Man sieht sogar was. Ja, das ist auch alt. Das ist ein bisschen hässlich. Ein böser Gang. Da sind wir letztes Mal gestorben. Ja, ich weiß es nur. Warte, falls die anderen. Stopp, es blinkelt. Nee. Aber falls ihr die alten Folgen sehen wollt, wo ihr richtig schön verkackt haben, wo es auch richtig gruselig war. Egal, dann schaut es euch auch an im Kanal. Ja, genau, im Kanal. Ihr könnt es auch mal verlinken. Nee, der war am Hauptkanal übrigens. Echt? Ja. Achso, ja, verlinken wir einfach mal ein Video. Ich würde nur kurz speichern. Im jedem Video können wir das machen. Und noch zwei Zettel. Wie war das? Ja, jetzt rechts speichern. Ja. Sind jetzt sehr vorsichtig. Wir haben alles unten verlinkt. Genau. Seid gespannt. Und ich mach doch die Taschenlampe wieder an, ey. Scheiß auf diese. Ja, aber jetzt können wir wenigstens da in dieses Haus. Geht's hey, was? Was läuft denn doch mal hin, wo du da gerade warst? Gott, what was that? Hä? Wir sind wieder zurückteleportiert worden. Ja, stimmt. Geh denn noch mal hin. Wieso? Weil ich leichter bin. Der Gang jetzt vorweg. Hä? Vorhin war hier doch noch ein Gang. Nee, der war erst oben. Da muss, das hat schon gepasst. Das war es. Geh jetzt noch mal. Da ist jetzt ein neuer Gang. Hä? Ja, da waren wir vorne und du konntest vorne noch nicht hin. Hä? Wie creepy ist dieses Spiel? Hä? Alter, ich hatte vorhin die Information, dass da eine Knarre lag. Ohne Witz. Schau noch mal dahin. Hattest du da hast ein Brecheisen oder so? Brecheisen! Geil. Eine Waffe, Alter. Damit mit dem Brecheisen können wir in diese. Boah, es gibt Monster in Horns jetzt, oder? Willst du mich verarschen? Kann man jetzt kämpfen? Kann man jetzt echt kämpfen? Hä? Was ist da los? Alter, wie der aussieht. Was geht denn jetzt ab? Was ist das für ein Spiel geworden? Fuck you, ey! Alter. Nein, nein. Lauf. Leck mich doch! Wer denkt sich so eine Scheiße aus? Kannst du es benutzen? Warte mal. Ja, kannst du. Okay, ich glaube, ich jetzt ein bisschen mehr. Kannst du auch beides? Kannst du auch irgendwie so doppelt das benutzen? Was war das denn? Nee, das war der falsche Gang. Ja? Ja. Da also, jetzt rechts. Klar. Also, da jetzt rechts, nach oben. Ist nach oben? Pass auf, gell? Den kannst du, killen, glaube ich. Wie der aussieht. Alter! Mach mich nicht kribbeln. Was brauchen die denn bitte? Was ist denn das bitte? Alter, was war das bitte? Leck mich das doch! Hab ich auch gesagt. Ja. Gott! What was that? Okay, wir haben eine Waffe. Ich bin schon mal. Ich bin auch zufrieden. Ich bin echt glücklich, Mann. Es ist echt ein geiles Spiel geworden, Mann. Das muss man nie lassen. Mein Hort ist geil geworden. Wir waren vorne auch schon. Ja, sind wir vorne rausgekommen. Ja, oder? da habe ich gerade so gedacht. Aber wo geht's links dahin noch? Dieser kleine Gang da? Der ja, ich verstehe gar nicht, wo wir sind. Ist alles irgendwie jetzt vermauert. Ist irgendwie alles anders jetzt. Ja, geh einfach zurück, geh raus. Ja, geh raus. Ja. Wir können dieses große Haus und außerdem gehen wir an dieser. Ich speichere nochmal. Gehen wir an diesem Holzhütte vorbei. Wahrscheinlich können wir mit dem Brecheisen die jetzt aufbrechen. Diesen Bretterverschlag. Ja, hieß es nicht, dass wir eine Axt brauchen? Nee, wir brauchen eine Axt. Es gibt, glaube ich, es gibt auch noch eine Waffe und so. Da gibt es schon noch viel mehr Zeug, glaube ich. Ich hoffe jetzt nicht, dass da auch noch Monster die ganze Zeit lang gespannt werden. Komm mal nochmal raus hier. Doch, stimmt schon. Nein, da war der Tunnel. Ja, jetzt hier, geradeaus. Jetzt glaube ich, es gibt einen anderen Ausgang. Weil hier kommt man nicht mehr raus jetzt. Jetzt ist es zugemauert. Was? Ist jetzt zu hier schon. Ja, wahrscheinlich musst du jetzt durch diesen langen Tunnel. Achso, ja, das kann natürlich sein. Oder du musst jetzt erstmal nach rechts. Das ist ja echt asozial gemacht. Deswegen ist hier auch ein Speicherpunkt, glaube ich. Weil wir jetzt erstmal nicht mehr rauskommen. Stimmt, ja. Wahrscheinlich musst du jetzt... Das ist doch der einzige Weg jetzt. Jetzt durch diesen langen Tunnel. Das ist jetzt wirklich anscheinend der einzige. Man fühlt sich doch ein bisschen... Kannst du dich ausholen damit? Gibt's auch zwei verschiedene Schlagarten, oder? Ich kann es gar nicht mehr schlagen. Die drehe ich doch jetzt an. Doch. Ah, mit rechts kann ich auch runterschlagen. Das ist ja nett zu wissen. Nee, das ist auch falsch hier. Oder schlagt man gegen so eine Wand? Wie kann man diese... Wie diese Brücke... kann man diese... Ja, genau. Vielleicht kann man die einschlagen. Das kann natürlich sein. Spannende Folge, Leute. Das ist jetzt echt mit Abstand der beste Punk. Hm. Richtig creepy war das aber gerade. Nun wurde
Schon wieder jetzt? Wieso? War nicht so langsam, oder? Jetzt sind wir wieder hier, oder? Jetzt werden wir immer irgendwie hier in den Tag gespawnt. Das ist wieder offen. Ja, eben. Hä? Ja, wir sind draußen. Wir müssen runtergehen, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Ja, wenn du. Ja, okay. Dann gehen wir jetzt bitte wieder. Ja, das ist so scheiße. Nee, das ist. Also kann man das Slenderman auch töten? Nein. Das wäre irgendwie leicht kacke. Okay, Leute, dann haben wir jetzt einen schönen Part erlebt. Und ich würde sagen. Weiter geht's in der nächsten Folge dann. Wie? Von Horn. Mit einer Waffe fühlt man sich echt besser. Ja. Gut. Mhm. Alter, der Bunkermann, der macht mich verrückt. Bis zum nächsten Mal. Ja. Jo. Wenn das nicht wieder heißt, Lost und so. Nee, klar, Haunted. Haunted.